Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt in diesem Video geht es wieder darum, was habe ich die Woche überall gehäkelt, gestrickt oder sonst mit meinen Händen gearbeitet. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Strick- und Häkel-Podcast für euch. Das heißt, lehnt euch ein bisschen zurück, macht es euch gemütlich, nehmt euch eine Tasse Tee oder Kaffee, etwas zum Häkeln und zum Stricken oder irgendwas anderes. Ich werde euch ein bisschen heute wieder verlabern, hätte ich fast gesagt, aber ein bisschen unterhalten. Und vielleicht gefällt euch ja das ein oder andere Teil, was ich in die Kamera halte. Und ihr lasst euch ein bisschen inspirieren. Für alle meine neuen Zuschauer, ich bin Katrin und das hier ist mein Handarbeitskanal. Neben mir liegt Timmy. Timmy? Er schläft gerade, er sitzt auf meinem Stuhl. Wir mussten heute die Plätze tauschen. Falls sich jemand wundert. Elsa seht ihr heute nicht richtig. Elsa trägt mein Oberteil, was ich letzte Woche fertig hatte. Ein Striegeltop und ein Kleidchen, so ein bisschen. Vielleicht könnt ihr das erahnen, vielleicht auch nicht. Also ich glaube, ihr seht es nicht ganz so dolle. Ja, ich trage meine Lovely Luna, die erste, die ich gestrickt habe, von der Astrid Müller. Genau. Es ist eine deutsche Kaufanleitung und findet ihr überall, wenn ihr bei Google einfach mal Astrid Müller oder Lovely Luna eingibt, solltet ihr die Anleitung finden. Sie wird mit einer Zipfelmützenkapuze gestrickt. Da ist sie. Ich hoffe, ihr habt was gesehen. Auf jeden Fall, so wird sie gestrickt. Und wir fangen an mit der Zipfelmütze. Dann kommt der Raglan, dann die Arme, der Körper, je nachdem. Und ich habe meins hier ein bisschen ausgebessert mit Häkeln. Wie soll es anders sein, ne? Ich habe wieder ein bisschen was ausgebessert, indem ich ein bisschen was dran gehäkelt habe. Und so sieht es aus. Jo. Knöpfe dran gemacht. Hier oben die Kapuze habe ich so ein bisschen fester geschnürt, weil das rutscht mir immer so ein bisschen runter und das nervt mich ein bisschen. Und deswegen habe ich es fester gemacht. Ja, Mikrofon ist noch da. Ja, gibt es sonst noch was zu erklären? Die Decke hier, die habe ich nach einer Anleitung von Etsy nachgehäkelt. Also keine Anleitung von mir. Sondern eine Fremdanleitung. Einfach mal bei Etsy gucken. Sunflower Blanket. Und dann sollte die schon kommen. Ich glaube, hier auf YouTube gibt es mittlerweile auch schon Sunflower Blankets. Meine ist von 2019. In 2019 haben wir uns damals einen Camper gekauft und dafür hatte ich extra eine Sunflower Blanket gemacht. Ja. So, mir fehlen ein paar Tage. Ich nehme ein paar Tage eher auf, weil wir haben so das Problem, das Video kommt online, wenn wir gerade wiederkommen. Deswegen kann ich es jetzt auch so schön sagen. Das heißt, für unser Gewinnspiel, ich weiß, ich habe letzte Woche gesagt, es kommt am Sonntag, wird es ausgelost. Ja, ich weiß. Wir verschieben das Ganze auf morgen in einen Short. Da werde ich die Gewinnerin, den Gewinner auslosen. Zwei, es waren ja zwei. ja, ich hatte das halt nicht berechnet, dass ich gar nicht da bin, beziehungsweise mein Mann muss ja das Video noch schneiden und es muss noch hochgeladen werden, beziehungsweise vorher gerendert werden, hochgeladen werden und ja, das hatte ich alles irgendwie nicht rein berechnet und mein Mann muss ja noch arbeiten und wann soll das machen, ne? Also mussten wir schon ein paar Tage eher aufnehmen. Das heißt, es hätte mir auch zum Handarbeiten ein paar Tage. Ich habe nicht so viel gehandarbeitet, sondern mehr an meiner Decke gehandarbeitet. Aber die kann ich euch ja nicht präsentieren. Aber ich habe wieder ein paar Folgen abgedreht. Ich bin total glücklich, dass hier. Ich nehme mir mal was zum Häkeln in der Hand. Ich erzähle dazu auch gleich was. Und was ich hier häkle.
dass ihr das so positiv aufgenommen habt mit einer Reihe nur noch. Ja, und dann kommen wir auch auf die Reihen, wie wir ja sonst immer, also auf die Folgen, nicht auf die Reihen, sondern auf die Folgen, wie wir sonst immer gehandarbeitet haben, unsere Decken, nämlich so circa 40 Folgen. Ja. Ich bin damit auch total glücklich, weil ich schaffe dann auch ein paar mehr Folgen aufzunehmen und schaffe nebenbei auch noch mal ein bisschen was anderes zu machen. Ja, was sonst liegen bleibt. Gibt ja noch Tutorials, die gemacht werden müssen, gemacht werden wollen. Und ja, jetzt arbeite ich gerade an einem Reste. Tuch. Ja, ich kriege ja hin und wieder mal von euch Reste zugeschickt und das hier ist zum Beispiel so eine Variante. Ich muss mal kurz gucken, wir haben hier Wollkotze produziert. Und das gehört auch nicht dazu. Ja, also in erster Linie habe ich hier, ich glaube, nur die Wolle von Ute drinne. Von Ute und Carsten, die mir ja schon ganz oft Pakete zugeschickt haben, seht ihr alles immer auf dem anderen Kanal, auf meinem Daily-Kanal. Da zeige ich eure Zuschauerpakete und ihr könnt hinter die Kulissen gucken, was ich wann an welchen Tag mache, wie ich eure Bestellungen packe, wie ich manchmal wickle, wie wir unterwegs sind. Alles so ein bisschen, ne? Also alles auf dem Daily-Kanal. So, Tuchwünsche, womit ich immer noch nicht so wirklich was anfangen kann. Also wenn, was ich noch nicht so vorher gemacht habe, ne? Mache ich gerne aus Resten. Das hier ist zum Beispiel so ein Tuch. Wunschmuster, das habe ich mehrmals nochmal aufgemacht und bis ich zufrieden damit war. Ja, und jetzt wird es eben in Hin- und Rückreihen immer nur im vorderen Maschenglied eingestochen, gehäkelt, bis es lang genug ist. Also ein bisschen muss ich noch. Dann gehen auch noch ein paar schöne Reste rein von der lieben Ute. Und ich habe auch schon wieder ein riesen Pakete gekriegt. Das heißt, da passt, also es passiert erstmal eine Menge auf dem Daily-Kanal und hier passt eine Menge noch rein. Die Tuchanleitung, die mache ich euch fertig. Die hat sich aber jemand gewünscht und zwar, dass ich das auch speziell aus seiner Bobbel mache und deswegen warte ich jetzt noch, bis seine Bobbel da ist und dann mache ich die erste Tuchanleitung in mehr oder weniger patent fertig, weil das ist halt schwierig, gehäkelt patent zu machen. Außer du machst einen Schal, da kriegst du es gut hin. Da legst du dir nämlich eine Luftmaschenkette an und häkelst im Bündchenmuster, also die Luftmaschenkette. Bla bla blub, bla bla blub. Einmal sortieren bitte, Katrin. Okay, also ihr legt eine Luftmaschenkette an, wie lang euer Schal werden soll. So. Dann halbe Stäbchen die ganze Reihe entlang und die zweite Reihe wird nur noch das halbe Stäbchen im hinteren Maschenglied gearbeitet und diese Reihe wiederholt man auch die ganze Zeit und dann hat man einen schönen Schal in Rippenmuster. Ich werde euch das aber auch noch mal abfilmen, sobald ich irgendwie mal Zeit dafür habe, weil bis jetzt bin ich noch voll mit Myboshi und Wulpedia. Und nein, keiner von beiden drängelt, ne? Ich habe bei beiden, weil die Frage war nämlich unter den Kommentaren, deswegen will ich sie gleich beantworten. Ich habe nämlich bei beiden die Voraussetzung, das habe ich vorher gewusst, bei meinem Boschi war es eben, dass Mai beides fertig sein muss. Das ist auch kein Problem, weil das Gehäkelte ist schon fast fertig, zeige ich euch auch gleich. Also schreibe ich bloß noch die Anleitung davon auf, muss die Fotos noch machen und dann ist es ja eigentlich fertig. Was bei meinem Boschi dazu kommt, ist, dass ich das Kleid gerne nochmal abgefilmt haben möchte, definitiv, weil ich mir immer mit meinen Beschreibungen nicht so sicher bin, dass das jeder versteht, was ich meine. Und wenn ich es zeige, ist es nochmal was anderes, finde ich. Also, ja, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das seht. Ja, also. Deswegen möchte ich das Kleid auf jeden Fall unbedingt noch abgefilmt haben. Und den Rock, da bin ich gerade dabei, den abzufilmen. Das zeige ich euch auch gleich. Den habe ich auch mit dabei. Ja, und wenn ich dann
dann kommen die ganzen Projekte, die ich mir gerade so ausgedacht habe. Ja, und dann ist ja noch zur Zeit der Halloween. Ich packe das mal kurz beiseite, ich häkle nachher weiter dran. Achso, ich nehme Garne doppelt, ne? Damit das schön dick ist und mit einer 6 mm Nadel. Genau, eine 6er. Verhäkle ich das. Ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr so ein Patentschal macht, dass ihr da größere Nadelstärken nimmt. Vielleicht so 2 Nadelstärken schon größer als angegeben auf der Wolle, damit es ein bisschen lockerer ist. Ansonsten ist es so streng und es zieht sich auch stark zusammen. Damit sich das nicht so ganz so stark zusammenzieht, würde ich eine Nadelstärke bis 2 sogar höher gehen. Genau. Ja. Und nicht ganz so dünnes Garn, vielleicht Garn doppelt genommen. Ja, genau. Also, wenn ich die 2 Sachen dann fertig habe, dann steht ja noch der Halloween-Karl an. Den möchte ich auch dann jetzt demnächst beginnen. Übrigens, vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare, die mich erreicht haben, dass ihr gerne einen Granny-Pullover haben wollt. Das machen wir. Also, wir machen einen Granny-Pullover und die Strickejacke, die ich nicht aus der Welt, die mache ich auch. Sobald ich 1, 2, 3 Projekte mal abgearbeitet habe, fange ich an, die Strickejacke zu machen. Ich habe auch ultra Lust dazu und ich habe mir aber noch nicht entschieden, also ich habe mich noch nicht entschieden, mit welchen Garn ich das mache. Ob ich wieder ein meliertes für oben mir zurecht mache und das hier unten als Farbverlauf. Und natürlich das Bündchen ringsherum mit Farbverlauf und die Arme dann auch wieder einfarbig, so wie wir das bei Hasi gemacht haben. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen und das ist vielleicht auch ganz gut für alle die, die den inneren Monk haben und sagen, sie brauchen Ärmelchen, die gleich aussehen und nicht so durcheinander sind wie meine Ärmelchen immer durcheinander sind, ne? Ja. Also, dass ich da vielleicht, ich lege das Melierte an. Und der Bobbel startet dann auch mit dem Melierten und geht dann in den Verlauf über. So oder so ähnlich könnte ich mir das jetzt vorstellen, dass wir das machen. Und dann machen wir nämlich eine Strickeljacke. Im Großen und Ganzen ist es nichts anderes wie das Strickeloberteil. Ich weiß nur noch nicht, ob ich fies bin und wir das glatt rechts machen, weil das macht schon einen Unterschied. Wenn wir das nämlich glatt rechts machen, dann müsst ihr zurück die Zurückreihe nämlich links stricken und die Hinreihe ist rechts. Ja, es macht schon einen kleinen Unterschied, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen wollen. Da gucken wir mal. Ich habe das Gefühl, dass das Licht irgendwie komisch ist, aber ich habe die Lampe extra an, aber ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie besser wird. Buh. Nö. Irgendwie werde ich nicht angestrahlt. Na gut. War ein Versuch wert. Ich habe versucht, Licht zu machen, Leute. Nächstes Projekt ist meine Hexagonjacke für Xenia. Ich habe hier schon was Einzelnes zu legen. Das Garn ist jetzt erstmal übrig, weil ich ja jetzt das andere Garn für die andere Seite benutze. Das wird nicht weggeschmissen. Da mache ich noch was Schönes draus, beziehungsweise brauche ja das Ding auch noch ein Bündchen ringsherum. Und dazu brauche ich das Restegarn und dann gibt es noch irgendwas Schönes für Xenia dazu. Ich bin ja geneigt, dazu noch einen Top zu machen, ein passendes. Ich weiß nicht, ob Xenia das so cool findet, aber ich bin dazu. Irgendwie hätte ich Lust dazu, noch was zu machen. So, die erste Seite, ne? Und ja, da kommt ja da unten noch länger dran. Keine Panik kriegen, ne, Leute? Und das ist ein junges Mädchen. Also, das Garn hat mir Sonja zugeschickt. Es gibt auf meinem Daily-Kanal dazu ein schönes Unboxing, wie ich das ausgepackt habe. Und ich habe gesagt, ich würde gerne was zurückschicken, weil die beiden mir immer, also Sonja und Xenia, mir immer so viele Geschenke machen und so große Geschenke. Habe ich gesagt, ich würde gerne was zurückschicken. Ja, und ich habe gesagt, es wäre schön, wenn Xenia sich was aussucht, was ich ihr häkle. Und sie hat sich halt die 2 Garne von ihrer Mama ausgesucht und ich häkle daraus eine Hexagonjacke.
Teil 1 ist fertig. Und ich finde das richtig cool mit dem Verlauf. Ja. Das Garn selber, was sie mir zugeschickt hat, ist von Hobby. Das ist das Cotton Sultan. Das Ganze hat 200 Gramm und 800 Meter. Es ist ein Vierfachgarn und es ist 100% Baumwolle. Genau. Einmal Hobby-Werbung bitte. Ja, und ihr seht, ich mache den Granny Stitch. Auch diese Anleitung findet ihr auf meinem Kanal. Aber ich habe auch eine geschlossene Variante, weil ich mal darum gebeten wurde, mal eine geschlossene Variante zu machen. Ich häkle das Ganze mit einer 3 mm Nadel und so sieht das aus. Ja, also da habe ich mich darüber gefreut, dass ich wenigstens ein Wochenziel geschafft habe, nämlich die eine Seite von diesem Hexagon fertig zu kriegen. Genau. So, dann gucken wir mal. Das nächste. Ich habe. Oh, das hängt hier alles. Ich habe doch tatsächlich auch an meinem Kleidchen weitergemacht. Ja, es ist zu Ostern doch nicht fertig. Ich hätte gedacht, dass ich zu Ostern vielleicht fertig habe, aber ich habe es nicht fertig. Also, wir haben erstmal Maries Mütze. Damit habe ich mein Oberteil gemacht. Das ist ein Fünffachgarn mit, ich hatte jetzt 300 Meter, aber ich habe keine 300 verbraucht. Ja, Maries Mütze. Und darunter habt ihr den Sommernachtstraum. Das sind 1300 Meter. Also noch nicht drin. Ich zeige euch gleich den Rest. Dreifach. Und so, er sieht echt strahlend aus. Ich finde ihn echt schön. Ich möchte das Kleid euch auch unbedingt irgendwann jetzt mal demnächst getragen zeigen, aber da fehlt noch ein Stücke. Ich habe ganz ultraleichtes Muster gewählt. Es ist einfach nur der V-Stich die ganze Zeit. Hier oben sind ultra viele Zunahmen. Das muss man nicht so machen. Aber ich finde das cool. Das sieht bestimmt nachher mega im Wind aus. Ja, also es ist definitiv schon mehr als ein Tellerrock, ne? Mehr. Definitiv. Das muss man natürlich so nicht übertreiben. Ich schreibe euch das, also nicht, ich schreibe euch das, ich habe das euch im Video erklärt, wie ich das gemacht habe. Das hier ist übrigens auch dieses Bündchen, Reliefstäbchen, nein, nicht Relief, Patentmuster, also Bündchenmuster, ne? Gehäkelt und ja, V-Muster. Ja, und der Rest von der Bobbel, ich habe nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe noch 300 Meter, wenn ich mich jetzt nicht irre. Müsste so circa hinkommen. Das ist jetzt noch übrig. Und dann hatte ich mir ja noch mal einen Zusatzbobbel passend dazu gewickelt mit 700 Metern, auch dreifach. Und das ist dann der Sommernachtstraum Nummer 2. Und der sollte dann im Anschluss noch rein, weil das hier mir noch zu kurz ist. Aber ich sag mal so, wenn ich dann die 700 auch noch mit drin habe, dann sind da 2000 Meter in den Rock gewandert und dann ist auch genug. Wenn man die Zunahmen hier oben nicht ganz so krass macht, wie ich das natürlich gemacht habe, also diese eine Reihe mit dem Fünferstäbchen, Fünferreihenstäbchen, wenn man dazwischen noch ein paar Maschen mehr nur Stäbchen macht, dann wird es erstmal nicht so krass und es wird auch so generell ein bisschen länger, ne? Man kann auch einen Top machen. Ach ja, man kann so verschiedenste Sachen machen. Ihr wisst, ich liebe dieses Modell, wenn ich das, weil man eben, du bestimmst erstmal die Länge von deinem Oberteil. Das ist schon mal für jeden gut, weil dann kannst du für jeden häkeln, ne? Und du hast nicht so viel zu beschreiben. Und du kannst das Ding um dich herum häkeln und du kannst es für jede Größe passend machen, ohne irgendwas anzugeben. Ja. Das Ding ist körperschmeichelnd, dadurch, dass es ein Bündchen ist, zieht es sich zusammen. Ist also perfekt für die Brust oben. Das Ding ist, wenn du es nicht so körperbetont haben willst, dann musst du deutlich größer das machen, damit das sich nicht so straff zusammenzieht, sondern schon ein bisschen mehr Spielraum hat. Und dann funktioniert das auch, dass das ein bisschen lockerer sitzt. Genau. Also man kann das in jeder Länge, in jeder Größe häkeln, wie man es gerne hätte. Und man hat so ein schönes Rippenmuster, wie ich finde.
Ja, zum Thema durchsichtig hatte ich jetzt auch erst wieder einen Kommentar, deswegen gehe ich darauf auch gerade mal ein, weil ich gerade heute beantwortet habe. Das Ding ist gehäkelt, Leute. Auch hier, das hier ist gestrickt. Ich habe natürlich da was drunter. Und hier muss man auch was drunter ziehen. Natürlich leuchtet das durch, aber wenn ihr da ein Bikini-Oberteil drunter habt, dann ist es völlig egal. Beim Rockteil ist natürlich das mega löchrig, ne? Also da jetzt nur das Bikini-Höschen ist am Strand möglich, keine Frage. Aber wenn ihr damit in der Stadt unterwegs seid, würde ich schon sagen, ihr zieht da drunter eine kurze Hose an. Gibt ja jetzt diese High-Waist-kurzen Hosen, diese Radlerhosen. Die kann man sich da drunter ziehen und dann ist das alles schick. Und nein, man spitzt da nicht mehr als bei anderen Sachen, weil das hier ist ja luftig. Im Gegensatz, wenn man ein anderes Kleid, hier meine Stoffkleider, das ist ja nur einlagig, aber das ist ein kompletter Stoff und der ist dick und da ist nicht so viel luftig. Ich schwitze unter denen eher, obwohl es ein Kleid ist, da schwitzt man nicht drunter, da kommt von unten Luft. Ja, als unter, wenn ich hier jetzt noch einen Stricketop drunter, nein, so eine High-Waist Radlerhose drunter ziehen, dann ist das auch alles schick. Also man muss da was drunter ziehen. Es ist halt gehäkelt, Leute. Und gehäkelt, das sagt die Masche schon, ist halt durchsichtig. Und wenn du es nicht durchsichtig haben willst oder löchrig, dann musst du eben nur feste Maschen häkeln. Aber selbst da kannst du durchgucken. Auch bei gestrickten. Und ich weiß nicht, gewisse Oberteile, T-Shirts kann man auch nicht ohne was darunter tragen. Ich weiß schon, was du gemeint hast. Du hast mich halt wegen Unterwäsche gefragt. Ja, man sieht die Unterwäsche. Also ich würde schon gucken, was das für Unterwäsche ist. Wenn das so eine ist, die aussieht wie ein Badeanzug, geht das völlig klar, ne? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn das jetzt hier nur so ein Spitzen Ding ist, wo man noch alles durchsieht, dann ist wieder ein bisschen schlecht, geht auch, aber ist wieder ein bisschen schlechter. Also es ist halt gehäkelt, ne? Und gehäkelt ist immer luftig und löchrig und das ist eigentlich völlig normal und das, glaube ich, wird jeder Häkler so unterstützen können. Also immer mal was, wenn man nicht nackig sein will, immer mal was drunter ziehen. Weil ich höre auch bei meinen Bikini-Oberteilen immer öfter mal, da sieht man aber die Nippel. Ja, natürlich. Das ist ja auch gehäkelt, dann nähst du was drunter. Bei den gehäkelten Bikinis, die man kauft, da ist auch was reingenäht. Aber das sage ich ja meistens zu den Tutorials mit dazu. Ja. Wir machen weiter. Ja. Aus diesem Schmuckstück, das war mal ein Schmuckstück, mittlerweile ist es ein. Ja, sie nimmt mich überall mit hin, Projekt, ne? Das ist ein Fünffachgarn meliert. Ich habe hier 300 Meter, ich habe mir aber noch mal was nachgewickelt, weil 300 Meter sind zu wenig. In den Shop könnt ihr euch aussuchen, zwischen 300 und, nein, 200 und 700 Meter ist fünffach wickelbar. Aber ich habe jetzt noch nicht alle Produkte umgestellt. Also ich bin dabei, aber es geht immer bloß so nach und nach. Immer wenn ich mal Zeit habe, setze ich mich am PC und versuche die Produkte wieder so ein bisschen nachzustellen. Ne? Fünffach wird es in Uni auch geben. Und auch in eurer Wunschlänge, 200 bis 700 Meter, mehr ist per Handwickler nicht möglich. Und ja, ihr wisst, ich möchte nicht umsteigen. Bei mir wird per Hand gewickelt und fertig die Kiste. Ja, was nicht ist, ist nicht. Ja, okay. Und was mache ich hier raus? Das ist übrigens die Püppi, ne? Ja, gibt es im Shop. Und daraus wird mein Wickelrock. Und jetzt habe ich geschafft, alles abzudrehen und jetzt kann ich einmal in der Länge häkeln. Ja. Und dann kommt ja, wenn ich jetzt die Länge fertig habe, kommt da oben die Bänder dran und noch genau eine Verlängerung mit Bändchen. Und ja, diesmal soll es ein kurzer Rock werden.
Aber trotzdem ein bisschen was muss noch dran. Und wie gesagt, ich habe zu den 300 Metern mir jetzt nochmal was dazu gewickelt. Ich glaube, es waren 500. Aber ich glaube nicht, dass ich 800 Meter für den kompletten Rock brauche. Aber ich hatte jetzt nochmal mir was nachgewickelt, damit ich es notfalls habe. Ja. Das Fünffachgarn häkle ich tatsächlich auch mit einer 3 mm Nadel. Ja, als Lockerhäkler, ne? Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ich an diesem Projekt wirklich weitergemacht habe oder ob es nur auf dem Stapel lag, weil ich es weitermachen wollte oder keine Ahnung. Ich habe halt so Ecken, da liegt alles, was ich auf den Nadeln habe. Und da nehme ich mir dann immer was weg. Und dann habe ich eine andere Ecke, da lege ich alles hin, was ich in der Hand hatte in der Woche, um es euch im Podcast zu zeigen. Ja, und da lag das. Also ich weiß nicht, ob ich daran weitergemacht habe oder ob ich das da jetzt einfach liegen hatte. Mein Herzenstuch. Da. Tatsächlich habe ich gedacht, das ist eins der einfachsten Tücher, die ich entwickelt habe. Aber es deutet sich immer mehr ab, dass es eins der kompliziertesten Tücher ist. Obwohl es nicht kompliziert ist, wenn man das macht, was bei der Häkelschrift, beziehungsweise was bei den Zählmuster steht, nicht bei der Häkelschrift. Nämlich da an der Seite, wo du bist, beginnst du und guckst, was bei der Häkelschrift steht. Häkelst das bis zur Mitte? Und bei der Mitte spiegelst du das Ganze. Also was du hier hingehäkelt hast, häkelst du hier wieder zurück. Und hier fängt das dann wieder an. Da guckst du wieder auf das Zählmuster und häkelst wieder bis zur Mitte. Also eigentlich ist es logisch, habe mich aber auch schon zweimal verhaspelt. Also ja, das Ganze ist mit meinen 15.000 Special Bobble zu machen. Da es nur Zählmuster sind, brauchen wir auch nicht so viel Garn. Das hier sind jetzt 800 Meter. Es ist ein Vierfachgarn und es ist eben meine Sonderbobbel, die 15.000. Ja, die gibt es im anderen Podcast jetzt noch zu gewinnen. Also wenn ihr das Video hier, das hier, am Sonntag guckt, also Ostersonntag, dann gibt es das Gewinnspiel noch? Das geht noch bis Montag. Ich weiß, es war ein bisschen verwirrend und ja, wir haben es auch geschafft, wieder das falsche Datum einzufügen. Ich weiß nicht, wir schaffen es jedes Mal, es nicht richtig hinzukriegen. Also, es ist echt, da ist der Wurm drin. Was Datums angeht, ist echt der Wurm drin bei uns. Also, bis morgen geht das Gewinnspiel noch. Ihr müsst aber nicht unter diesem Video kommentieren, sondern unter dem anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Nummer es hat, die 208. Jedenfalls der andere Podcast, ne, der hier vor dem Podcast kam. Da müsst ihr kommentieren. Und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil mit zwei Gewinnern. Und morgen lose ich in einem Short das Gewinnspiel auf. Genau. Das Ganze häkle ich mit einer 3 mm Nadel. Könnte man jetzt auch dadurch, dass es ein Zielmuster hat, auch mit einer anderen Nadelstärke häkeln. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden. Genau. Sagt die Uhr. Ja. Ich will euch nicht so viel von dem Ostersonntag klauen. Ja. Ist das nicht schön, dass der Tim wieder da ist? Aber er liegt auf meinem Platz. Aber ich kann euch sagen, was passiert ist. Ich habe nämlich die Woche Deckenwaschtag gehabt und ich habe alle Decken im Wohnzimmer und ihr könnt euch vorstellen, überall liegen Decken. Ich häkle nicht nur viele Decken, ich besitze auch viele Decken. Hatte ein bisschen was auch mit dem Kosmetikstudio zu tun. Die haben wir natürlich alle mitgebracht und ich habe auch schon Decken selber genäht und, und. Und die liegen hier überall verteilt, ne? Und ich hatte den Tag Deckenwaschtag und Deckenwaschtag, das hassen die Katzen. Wie kann ich denn ihre Decken waschen? Naja, jetzt hat sich Tim einen Platz gesucht. So, wir gucken mal weiter, was ich noch hier habe. Ich habe noch was Gestricktes, nämlich meinen Seerosenteich 500 Meter, ein Vierfachgarn. Ich habe keine Ahnung.
Das Licht sollte eigentlich mich anstrahlen, es strahlt mich nicht wirklich an. Ich krieg's aber auch nicht höher gestellt. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal damit leben. Nächstes Mal baue ich wieder beide Lampen auf, aber ich hatte so das Gefühl, ich krieg ja von da genug Licht. Wisst ihr? Okay, der Seerosenteich sollte mal ein Tuch werden. Jetzt wird es ein Schal. Und damit es noch verwirrender wird für euch, habe ich irgendwann angefangen. Oh. Och, Tim. Seht ihr das? Löcher mit reinzuarbeiten, ne? Also ein Lochmuster. Das heißt, in diesem Tuch lernt ihr, wie ihr ein Dreieck häkelt. Oder auch nicht. Ich mach mal die eine Nadel ab. Lernt ihr, wie man ein Dreieck häkelt? Das war, ne? Ja. Süß. Einen Sch strickt, ne? Strickt, danke. Einen Schal strickt und wie man Löcher mit Umschlag rein strickt. Und ja, Steffi, du wolltest auch noch mal welche haben, wo man Farbwechsel hat. Das machen wir in einem anderen Projekt. Jetzt stricken wir erstmal diesen lustigen Schal wieder weiter. Und ich habe damit auch schon was vor. Ich habe extra Platz gelassen mit den Löchern, weil ich das hier so ein bisschen, ja, ich möchte da so eine kleine Raffung reinmachen, weil so. Die Frage ist auch, jetzt ist das natürlich wegen den Nadeln, ne? Es ist, weil die Nadel ja nicht genug Platz bietet, ist das natürlich seltsam und es steht so ab, ne? Aber wir gucken mal. Also ich stricke jetzt den Schal hoch. Ich habe übrigens mal markiert, wo ich war. Da war ich. Und das ist jetzt dazu gekommen. Und ja, ich gucke mal, wie weit ich mit 500 Metern komme, ob das ein schöner Schal wird, ob die Länge reicht. Mal gucken. Und ansonsten soll das eben hier so eine kleine Raffung mit einer Schleife geben. Aber dazu muss er lang genug werden, weil sonst sieht es doof aus. Und ja, die andere Seite bleibt gerade. Du hast bloß auf der einen Seite dieses Muster und die andere Seite bleibt halt gerade. Ja, als Stola-Schal. Keine Ahnung, ist halt sehr, sehr groß. Also schon eher eine Stola. Aber ich sag euch, ihr könnt natürlich auch weniger Zunahmen machen. Dann wird euer Schal auch schmaler. Ist natürlich dann auch cool, wenn da unten die Schleife sitzt. Ja, und die Löcher habe ich extra ein bisschen weiter oben angesetzt, damit die nachher ein bisschen besser auffallen und man so einen schönen Punkteschal hat. Ja, und damit das Stricken nicht langweilig wird. Mit meinen Jackennadeln bin ich total glücklich. Ich freue mich auch, dass ich mit denen weiter stricken kann, ohne dass ich sie rausnehmen muss, weil das Tuch zu groß geworden ist. Und ja, wir testen natürlich noch mal irgendwann ein anderes Stricktuch und ich habe da auch schon Ideen. Und vielleicht wird das auch das sein, wo ich euch auch noch mal den Farbwechsel erkläre. Ja, so ein bisschen, ne? Aber jetzt mache ich erstmal das fertig, weil wenn ich noch ein Stricktuch anfange, weiß ich ganz genau, dass ich wieder 3 Jahre dafür brauche und ihr wartet drauf. Ja. Gut. Wir haben noch mein Vulpedia-Kleid und dann sind wir durch, Leute. Mein Vulpedia-Kleid wohnt hier drin, ne? Ist das süß oder ist das süß? Dankeschön, liebe Steffi. Ja, ist so niedlich. Ich liebe ihn. Ja, falls ihr euch fragt, was das ist, auf meinem Daily packe ich ja, Zuschauerpakete aus. Und die liebe Steffi hat mir meine Jacke repariert und hat mir ganz viele Geschenke noch dazu gemacht, obwohl es ja nicht gereicht hätte, dass sie mir eine Jacke schon gerettet hat. Auf jeden Fall war dieser Hasi-Beutel mit da drin. Total süß. Okay, da drinnen lebt mein Maiboshi-Kleid. Fragt mich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht, ob ich ein Maxi mache oder ob ich ein, keine Ahnung, mache. Ich weiß es an dieser Stelle auch nicht, wie ich es gerne hätte. So, wir haben die Farben, die Bobbeln, die Garner von Maiboshi, die es noch nicht gibt, die sind ab Mai verfügbar.
passend zu den Anleitungen. Ja. Das ist das, was bis jetzt auf der Banderole draufsteht und womit ich arbeite. Das sind so circa 50 Gramm. Ich gehe von aus, dass es 120 Meter so circa ergibt. Und ihr habt ja gesehen, es ist so ein Baumwollstärke. Ne? Und auch bei dem steht das hier drauf. Beim Rock war das so ähnlich. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie viele verschiedene Farben es gibt. Mein Boschi hat mir jetzt speziell für das Kleid und für den Rock Garne zur Verfügung gestellt, um das für euch zu zaubern. Ein Unboxing zu dem meinen Boschi Garn findet ihr auch auf dem anderen Kanal. Jo. Wie sieht mein Oberteil jetzt aus? Also ich sag mal jetzt noch Oberteil, weil bis jetzt ist es noch ein Oberteil. Ich arbeite jetzt an dem Rock. Und der Rock, ja, der wird immer ganz, ganz langsam, immer weiter, immer weiter. Ich habe angefangen mit einem Bündchen oben und ich habe die Arme fertig. Guck mal, ich habe mir da Rüschen dran gemacht. Ich habe da gesagt, ich möchte gerne Rüschen haben an meinem Kleidchen und ich finde es richtig cool. Ja, wie ich den Farbwechsel mache, das ist natürlich auch so ein Ding. Deswegen möchte ich unbedingt eine Videoanleitung dazu noch machen, damit ich euch zeigen kann, wie ihr ohne Abschneiden und ohne tausend Fäden einen Farbwechsel machen könnt. Ich drehe das mal auf links. Ich arbeite in Spiralrunden, das heißt, ich habe auch keine Steigeluftmaschen. Wo ist der Farbwechsel? Ach, hier. Ja, also ich habe auch keine Steigeluftmaschen nirgendwo. Und keine Kettmaschen und damit auch keinen so wirklichen Übergang für die Farbe. Aber wer aufgepasst hat, hat ihn gesehen. Möchte jemand in die Kommentare schreiben, wer hat ihn gesehen, ohne dass ich gezeigt habe? Jetzt in die Kommentare, wer hat den Übergang gesehen? Da ist er. Er ist unterm Arm. Und man sieht ihn fast gar nichts. Also wenn man es weiß, dann sieht man ihn natürlich, das stimmt. Aber wenn man es nicht weiß, dann sieht man das nicht. Und so ist das auch mit Fehlern, wenn man Fehler reinarbeitet. Klar, man selber sieht das und bestimmt auch noch 2, 3 Monate, aber irgendwann ist es vergessen und irgendwann gehört der Fehler dazu. Weil mich immer viele fragen, wie ich damit klarkomme, wenn ich Fehler reinbaue. Und ich lasse die ja auch im Video mit drinne. Und ja, in erster Linie liegt das beim Video auch daran, dass mein Mann schneidet und ich gar nicht dazu die Chance habe, dazu zu kommen, um zu sagen, ja, das müssen wir da mal wieder rausmachen, sondern die Chance habe ich nicht. Ich mache es gleich mit euch, weil bis dahin ist das eh vergessen. Wenn ich ihm 3 Wochen später das Video gebe, bis dahin habe ich es eh vergessen, dass da was war. Ne? Also reichen auch schon 3 Stunden später. Ja, also das Kleid, ich nehme nur alle 3 Reihen, 15, nee, nicht 15 Maschen. Also ich nehme alle 3 Reihen, immer jede 15. Masche verdopple ich. Immer jede 16. 15 Maschen häkle ich Stäbchen und jede 16. wird dadurch verdoppelt. Genau, also ich nehme ultra langsam, langsam zu. Es sieht jetzt schon relativ weit aus, aber es kann auch täuschen. Ich habe extra eine Reihe weniger gemacht, als ich sonst für meine RVOs häkle. Also es ist ja auch ein Raglan von oben. Und ja, das ist halt dickes Garn, ne? Ich häkle mit einer 3 mm Nadel und wechsle mir immer eine Farbe ab. Und wie gesagt, das mache ich hier an der Seite. Ich achte immer mal drauf, dass ich wieder in die Mitte zurückrutsche, damit das immer unterm Arm irgendwo da an der Seite bleibt und mich nachher nicht belästigt. Wenn es mal aus Versehen so ein Stück nach hinten rutscht, ist mir das auch egal. Da korrigiere ich das natürlich auch irgendwann wieder so ein bisschen hin, dass das immer so ein bisschen gerade bleibt. Viele Designer machen das denn eben, dass sie die nicht nur die Farbe wechseln, sondern auch einmal wieder rumdrehen, dass man zurück häkelt, macht sich aber mit Spiralrunden immer schlecht. Ich finde es mit Spiralrunden sowieso besser und angenehmer zu arbeiten, weil es halt wie Stricken ist. Da arbeitest du ja auch quasi in Spiralrunden und es ist einfach einfacher, angenehmer und schöner. Genau. Gut. Was soll ich jetzt noch sagen?
Ich würde tatsächlich auch liebend gern mich jetzt mal hinlegen und schlafen, so wie er hier. Oder der andere auf dem Schaukelstuhl. Vielleicht gehe ich auch gleich erstmal ein paar Minuten auf den Balkon, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich noch gehandarbeitet anders. Ich habe noch ein paar Nadeln fertig gemacht. Die sind auch mit Katzenkrallen versehen tatsächlich. Und ich habe die erste Ladung Fimo ein bisschen anbrennen lassen, ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Das Ding ist, ich habe zwischen 100 und 120 Grad gehabt. Ich glaube 110 Grad. Also höher auf jeden Fall nicht. Und zwischen 10 und 12 Minuten das drinne gehabt. Habe aber nicht sofort reagiert. Also mein Ofen geht aus. Wenn der fertig ist, geht er aus. Und es ist aber noch heiß da drin. Ich habe nicht sofort reagiert. Er hat Bim gemacht und ich habe noch 2 Minuten was anderes gemacht. Und ich gehe fast von aus, dass diese 2 Minuten das Problem waren. Ich hätte halt gleich reagieren sollen und ihn rausholen sollen. Naja, an den Nadeln sieht man es nicht, dass da was passiert ist. Die sehen ganz gut aus. Aber an den Maschenmarkierern erkennt man schon ein bisschen. Achtung. Da hat es nämlich ein paar verfärbt. Ihm hier zum Beispiel ist so ein bisschen die Farbe verloren gegangen. Der war mehr rosa, als er jetzt ist. Ja, er sieht so relativ gut aus auf den ersten Blick. Das ist übrigens Timmy. Und ja, er hat schon ein Loch im Kopf. Da soll der Maschenmarkierer durch. Aber da hinten auf der Rückseite hat sich das Backpapier auch reingefressen. Ich denke, dass das Backpapier auch nicht so gut sein wird. So, jetzt wollt ihr noch einen Bommel sehen. Hier ist noch ein Bommelmaschenmarkierer. Ja, Timmy habt ihr gesehen. Ja, hier ist auch dolle verfärbt. Das Larvzeichen. Der hier sieht gut aus. Ein Cupcake. Und ich habe auch noch ganz viele andere Förmchen jetzt. Mittlerweile sind so fast alle da. Und dann kann ich mich ein bisschen rumorientieren. Ein Blatt, ein Monstera und Mini-Katzen habe ich jetzt auch schon gemacht. Mini-Katzen, da sind sie. Ja. Achso, und das Häschen. Wobei das Häschen habe ich ein Problem. Da darf ich das Fimo nicht so klein ausrollen, sondern musste das ein bisschen weiter ausrollen. Ja, und hier ist nochmal ein schöner Timmy, ne? Meine Timmy- und Bommelförmchen. Ja, also ich denke mal, wenn man es nicht sagt, dann weiß man es nicht, aber auch die Rückseiten sind ein bisschen. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich die mit meinen Neonails, weil ich die zurzeit nicht benutze, ob ich nochmal drüber lackiere. Und dann wieder ein bisschen verschönere. Ja, gut. Das waren jetzt alle Förmchen, die ich erstmal da hatte, die ich dann ausprobiert habe letzte Woche Sonntag. Und ich habe noch ganz viele neue Förmchen diese Woche gekriegt. Zeige ich euch alle irgendwo, irgendwann in den Dailies. Und da machen wir auch zusammen ein bisschen Fimo, Fimo-Nadeln und Maschenmarkierer. Ich will sowieso ein paar Fimo-Accessoires machen. Mal gucken. Erstmal möchte ich mich auf Maschenmarkierer konzentrieren und auf Häkelnadeln. Das muss ich ein bisschen üben, weil ich habe ja zu Weihnachten eine kleine Überraschung vor und dazu muss ich ein bisschen üben. Ja, genau. Wie ich das mache, das sind so Ausstechfiguren. Speziell für Fimo gibt es in jedem Bastelgeschäft, würde ich jetzt. Weiß ich nicht, würde ich nicht unbedingt behaupten, aber online fast jeder Händler, wo es Fimo, Polymer, Clay gibt es auch die Sachen. Ja, das ist das Neue, was ich dieses Jahr angefangen habe, mir beizubringen irgendwie. Irgendwie ist das lustig, dadurch, dass ich Timmy mit auf der Kamera haben möchte, dass ich immer so hochgucken muss zu euch. Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das sonst hinkriege, weil wenn ich euch normal habe, dann habe ich Timmy nicht mehr drauf. Und ja. Na, Tim? Meine Beden.
Meine beiden Häschen. Okay, ja, ich würde jetzt sagen, ich würde euch nicht mehr so lange mehr auf die Folter spannen. Bitte denkt dran, morgen zu gucken nach dem Short. Ja, das sind diese kurzen Videos. Ich weiß nicht, wie die angezeigt werden, ob die euch auch im Dings angezeigt werden im Verlauf. Einfach mal darauf achten. Da werde ich auslosen. Ich werde aber der Gewinnerin, wenn ich dran denke. Ihr wisst, ich habe einen Kopf wie ein Sieb, ne? Ich erzähle immer so viel und vergesse es dann. Aber ihr schickt immer meistens fleißig eine Erinnerung, wie wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, irgendwer schreibt mir dann doch, das ist seltsam. Und das ist gut. Das ist Zusammenarbeit. Ihr müsst halt kontrollieren, was ich tue, ne? Also wenn ich was vergesse, schreibt mir das gerne nochmal. Dann werde ich mich darum kümmern, dass ich das verlinke, mache oder tue, was ich auch immer vergessen habe. Ich werde auch wieder versuchen, unten einen angepinnten Kommentar zu machen, wo ihr alle wichtigen Links findet. Und wenn da kein Link dabei ist von dem, was ihr sucht, dann schreibt ihr mich nochmal an. Es könnte nur sein, dass das am Sonntag ein bisschen dauert, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich am Sonntag wann habe. Das heißt, geduldet euch ein bisschen auf Montag, aber ihr könnt es schon mal reinschreiben. Katrin, ich hätte gerne den Link. Da und dahin. Dann mache ich das natürlich, ne? So, ihr Lieben, ich habe leider auch wieder nicht nachgeguckt, ob es wie Neues gibt in den Mitgliedern. Es tut mir leid. Also wenn ihr wen vergessen, dann schreibt mein Mann jetzt natürlich hier irgendwo hin mit. Und wenn bis Sonntag noch jemand dazukommt, weil heute ist Mittwoch, es tut mir leid, bis nächste Woche, dann wird es wieder besser. Okay, ihr Lieben. Dann werde ich erstmal meine Mitglieder nochmal vorlesen. Ihr wisst, es gibt hier verschiedene Mitgliederstaffeln. Und nein, ihr müsst nicht Mitglied werden. Ihr könnt mich auch anders unterstützen, indem ihr ein Däumchen zum Beispiel da lasst oder einen Kommentar oder eben ein kostenloses Abo. Und da ist auch völlig egal, wie viel ihr folgt. Abos könnt ihr immer kostenlos da lassen bei jedem Creator. Mitgliedschaften sind nochmal so eine höhere Unterstützung und das ist immer super lieb und super. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Jetzt ist das Wort weg. Es ist einfach super lieb. Es ist, das Wort ist weg. Tut mir leid. Okay. Aber ist natürlich wirklich kein Muss, ne? Es gibt verschiedene Mitgliedsstufen. Da könnt ihr unten einfach mal gucken auf Mitglieder werden. Da steht das nochmal, was es für Stufen gibt. Es gibt jetzt keine besondere Bewertung bei mir. Also ihr kriegt jetzt nichts Besonderes, sage ich mal, außer die Anleitung etwas früher. Aber die kriegt ihr auch, wenn ihr ein kostenloses Abo hier lasst, etwas später. Aber ihr kriegt die kostenlosen. Die Anleitungen sind irgendwann generell für alle verfügbar. Meine Kanalmitglieder sind nur ein bisschen früher verfügbar. Und meine Häkelprinzessinnen kaufen sich mehr oder weniger, ich will das immer nicht so ausdrücken, aber mehr oder weniger gibt es hier denn auf dem Kanal am Ende noch ein bisschen Werbung für sie, weil viele Leute, die ich hier persönlich grüße und erwähne, haben hier auf dem Kanal auch einen Podcast oder einen Häkelkanal oder einen Strickkanal oder Shops oder Facebook-Seiten oder besondere Instagram-Seiten oder vielleicht auch ein Etsy-Shop. Also die kaufen sich so ein bisschen Werbung auf meinem Kanal, ne? Also wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, dann ist das, sie unterstützen mich, haben aber auch gleichzeitig die Unterstützung von mir, indem ich sie hier erwähne und euch sage, hallo, guckt doch da auch mal vorbei. Ja? Wer genau das jetzt ist und wer da jetzt, wenn ihr da die Namen nicht speziell nicht verstanden habt, die laufen gleich nochmal im Anschluss einmal durch. Da könnt ihr gerne nochmal gucken. Da kommen auch alle meine Kanalmitglieder. Und ja, also erstmal vielen, 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 vielen lieben Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Jetzt kommen meine Kanalmitglieder. Also, wir haben Woolly Rabbit Design, Edith Schlick, Baumwoll, Strickhummel, Lalalafee, Lalala, Marianne Zimmermann, Elisabeth, Christina Friedrich, Rosi,
Jenny Lux, Yves Hegelstube, Katis Wollhäschen und der Nebel. Das sind die, die jetzt auf meinem Zettel sind. Es tut mir echt leid, wenn ich wen vergessen habe. Wie gesagt, wir holen das nach oder wir schreiben es hier hin. Auf jeden Fall nächsten Sonntag holen wir es nach. So, jetzt an dieser Stelle wünsche ich nochmal allen viel, viel Glück beim Gewinnspiel. Denkt bitte daran, dass es morgen ausgelost wird. Ihr könnt jetzt nochmal schnell rüberhuschen in den anderen Podcast. Vielleicht verlinken mein Mann auch. Vielleicht denken wir dran, vielleicht auch nicht. Einfach nochmal rüberhuschen, schnell noch einen Kommentar da lassen. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, 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 ganz schicken Ostersonntag mit eurer Familie. Natürlich auch einen sehr, sehr schicken Ostermontag. Macht es euch gemütlich, macht euch keinen Stress. Lehnt euch mal zurück. Lasst euch genießen und verwöhnen. Lasst euch genießen, ne? Gesundheit. Verwöhnen. Und häkelt und strickt fleißig. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.